Hallo liebe Leute, wir sind wieder zurück. Und live aus dem Krankenhaus. Frisch entlassen. Ja. Weil sich irgendeiner erschießen lassen hat. Dann nehmen wir den erstbesten Wagen, würde ich sagen. Genau, den erstschnellsten Wagen, würde ich sagen. Boah, ist aber ganz schön laut, Alter, ne? Hm? Boah, der geht, wa? Der geht richtig. Boah. Was ist das? Ich glaube, das sollten wir nochmal üben. So wie wir es gerade festgestellt haben, ist ein schnelles Auto für Mr. Suprak schon mal nix. Nee, da hast du recht. Das ist wirklich nicht schön. Ja? Wir wollten ja nach Michael, ne? Wir wollten nach... Ach, das haben wir immer noch nicht geschafft. Nee. Ich weiß gar nicht, wie man hier am besten rauskommt. Du fährst, du musst da oben irgendwie da oben hin und dann musst du einmal so komplett drehen. Da hoch musst du fahren. Hier rein, jawohl. Jetzt wieder wenden. Du musst wieder wenden. Echt? Ja, ja. Mach dich mal weg vom Fenster. Boah, mach die Tür zu. Könnte kalt werden. Und so wie wir sehen, gehört jede Ecke, jede Wand uns. Wir haben ein Naturtalent, irgendwo vorzufahren. Hauptsache, der Wagen sieht von hinten noch gut aus. Von vorne sehen wir den ja nicht. Wir sehen den ja nur von hinten. Also spielt es momentan keine Rolle. Du hast nur nicht so eine Schräglage machen, dass nicht in die Kurven so reindriften. Aber das sieht doch von vorne noch ganz gut aus, ne? Ja, von. Guck mal, jetzt hat er hinten auch schon. Also sieht aus wie so ein Vogel, wie so ein Vogelschiss. So, und wenn wir gleich wieder rauskommen, ist der Wagen hoffentlich heile. Wenn es ein gutes Spiel ist, ist er wieder heile. Ja, es ist immer so die Frage von Definition von gut, ne, was man so als gut befindet. Aber wir haben schöne Zimmer, ne? Schönes Haus, schönes Zimmer. Ist das unser Haus? Mein ja, unser Haus? Wir wechseln noch immer zwischen drei Charakteren. Ach so. Ja. Ach, hier sind wir einander oder was? Genau. Das sieht doch nicht schlecht aus, oder? Ja, also so könnte man sich hausen lassen. Ja. Wo ist Bunny? Wieso ziehst du Knarre? Ja, man weiß ja nie, wer so zu Hause rumläuft. Ach so. Ja, dann gucken wir mal, was ich denn Schönes in der Garage hier habe. Oder vielmehr im Haus. Ach, das macht der von alleine. Aber das Hochhaus. Typisch Frau, kaum ist man zu Hause schon, dann kriegt man das Geschrei mit. Ja, genau. Das ist typisch Kerl. Schon vorgesorgt. Der hat, macht aus Erfahrung, der genießt bestimmt nur die Nächte im Bett mit den feinen Weibern. Das ist der andere Typ, der wir vorher waren. Ah, so, ja. Was willst du? And I come back for that drink you offer, also. I wasn't really serious about that. What? Was ich nur mal echt schade finde, dass sie das immer alles auf Englisch machen. Ja, das hätten sie, also das könnten die mal machen. Also, liebe Entwickler von GTR, macht das doch mal auf Deutsch, dass man nicht immer diesen Untertitel lesen muss. Nicht jeder kann Englisch. Das ist ja wohl nicht so kompliziert. Ist ja, bei den anderen Spielen funktioniert das ja auch. Da können sie das ja auch machen. Ja, da könnten sie das vielleicht auch machen.
Also, wenn ihr das mal mitkriegt, macht dieses nächste verdammte Spiel auf Deutsch. Danke. Bitte. Ich hab's auf Deutsch gestellt. Du musst einfach nur das hören, was du hören willst. Kennst du nicht die Werbung? Achso. Ich glaube nicht, nee. Das ist eine Werbung, so. Da steht so ein Typ am Tresen. Und die Frau meckert ihn voll an und sagt zu ihm, was weiß ich, hau ab hier. Und der versteht nur, ja, komm heute Abend mit zu mir nach Hause. Dann können wir richtig bumsen, so. Kennst du die Werbung nicht? Nee, ich glaube. Und dann erscheint irgendwie sowas, ja, du sollst das hören, was du hören willst. Ja, man sollte aber auch schon was verstehen, was man hört. Nee, Jungs, das ist ein bisschen öde, sowas, weiß ich nicht. Das ist echt. Also, es wird mir auch jetzt mehr Spaß machen, das zu gucken, wenn ich das nicht darunter alles lesen müsste. Kann man das nicht wegdrücken? Alles klar. Eigentlich hat man langsam Zeit, ey. Hey, Jim. I'm going for a drink. Dad! Shit! I'm in our boat going down the Western Highway! It's been stolen! What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it! I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it, they just want to take it! I'm hiding in the head! You're insane! Alright, I'm coming! For my boat! Okay, wir müssen jetzt unser Boot holen. Und den hast du im Schlafzimmer, oder was? Vorher gehen wir mal einen durchziehen. Ey, du hast die Bong umgeschmissen, Alter. Echt? Und direkt so, heb die mal wieder auf. Oder ist das keine Bong? Sieht aus wie eine Hupa. Da bin ja ich. Ach, guck mal hier, Alter, was der für ein fettes Zimmer hat. Guck dir mal die Boxen an. Den Fernseher. Achtung. Oh, zieh dir mal die Anlage rein. Herzlich. Yeah, man. Fuck Elina ab. Alles klar. Kennen Sie nochmal auch hier? Hä, hey, der Typ regt sich schon voll auf, Alter. Dann hauen wir mal ab, ne? Dann machen wir uns mal auf den Weg zum Boot. Steht hier irgendwo was zu trinken? Der Typ will mit. Wer? Der, nee, der Typ da. Was lass du? Wer wollte mit? Der Neger. Kennst du noch das eine Lied? Mit dem Neger? Wer hat das Gras weggeraucht? Der Neger! Ja. Wer hat den Penis in den Bauch? Der Neger! Ja, toll. Alles klar. Dann. Beat halt, oder wie das war. Das ist auch schlecht, wenn das Haus so groß ist, dass man nicht weiß, wo man raus muss. Ja, ne? Vor allen Dingen, wenn man sich nicht auskennt und einen die Tür schon quasi anlächelt, ich bin hier. Boah, nimm mal das Cabrio, Alter. Fett BMW. Oder? Boah, kannst du einen dann Radiosender machen? Lesson number one. Don't ever have kids. Hey, man. Yeah. If I had kids, I don't think no parenting issues would have. Also Scheißspielauto ist immer noch kaputt. Shit, motherfuckers be lucky to sit in a bathtub. Shit, things that desperate, huh? No, but you know, shit, I was making a point. Das wurde gerade ein Audio abgelaufen. Ja, kannst du nicht mitnehmen. I know it well. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. They're somewhere on the Western Highway.
Man, ain't you worried about my boat? Yeah, I am. Yeah, mach mal Ego. Yeah, tell my account. Man, you can always get credit. Hey, you gotta look out, dog. Always get credit for one. But have you come repo it? No, thank you. Alright, I ain't your homie. I'm someone you wanna impress. Real? Man, I thought you was retired. Why the fuck do I wanna impress some slipperware, motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the. Ich glaube, der Typ hat keinen Bock mehr, weil bei dir mitzufahren. Ja, das will ich auch. Es fährt sich immer noch am besten allein, oder? Ja, aber ein unnötiger Ballast dabei immer, Alter. Das bremst einen voll ab. So, und so wie es scheint, sind wir gleich auch schon am Ziel angekommen. So, jetzt sind das jetzt nicht gesagt. Und wir sind auch schon dran vorbeigefahren. Ja, du musst den verfolgen da, ne? Ja. Machen wir mal eine andere Perspektive. Jawohl. Wie schnell ist der denn bitte mit seinem Boot? Ja, der ist auf Flucht, der hat dich gesehen. Der hat's ja drauf, wa? Ich muss den hinterher fahren, ne? Dein Kollege ist da drauf. Alter, wie geht denn der LKW ab? Schneller als ein Auto? Ich kann gar nicht sagen, das ist echt. Oh, er hat da auf sein Auto drauf geschleudert. Das also, gibt doch Rollen. Den Typ mag ich, ey. Der schmeißt dann noch einen runter, Alter. Ja, was macht der denn mit deinen Kollegen? Du bist ja einer, lässt ihn einfach im Stich. Ein bisschen zufangen, ich weiß nicht. Ich schieß noch einmal, ich hab vergessen, wie man schießt. Ja, toll. R1 Mission fehlgeschlagen. Ich muss irgendwie zielen und schießen. Ich habe das gerade nicht hingekriegt. Naja, egal. Dann versucht Mr. Hooker das jetzt gleich mal, würde ich sagen. Würde ich mal auch mal.